Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Folge der Hallenmeisterschaften, dem Viertelfinale. Ich habe mich für eine Änderung entschieden. Wir spielen jetzt zwar immer noch auf Kleinfeld, aber mittlerweile auf grünem Kleinfeld. Und das gibt es leider nur bei FIFA oder bei Volta besser gesagt, nur in Buenos Aires und in Dubai. Nach Dubai wollte ich nicht, deswegen habe ich das Ganze nach Buenos Aires geschickt. Es ist im Prinzip keine Halle oder es ist leider keine Halle mehr, trotzdem Kleinfeld, darum ging es mir. Und da finden jetzt die Viertelfinalspiele statt, weil ich einfach das grüne Feld ein bisschen cooler finde. Angekommen in der K.O.-Phase, schauen wir auf das erste Spiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, mittlerweile auf grünem Kunstrasen und das soll der Optik ein bisschen zutun. Schauen wir mal, wie das dem Spiel zutut, kein schlechter Beginn von Borussia Dortmund, erstmal der Ball nur ans Aluminium, aber es ging gut weiter. Hazard mit dem 1:0. Der Gewinner von der ersten Hallenmeisterschaft geht in Führung und schießt sich in Position. Kein guter Auftritt von Leipzig bis dahin. Dann der Ball aber gehalten und es geht in die andere Richtung. Kampel, Klostermann, aber auch der trifft ganz gut das Gebälk. Ist bei so einem kleinen Tor auch nicht ganz so schwer. Dortmund aber trotzdem besser. Und das 2:0 wieder Hazard. Sehr abgezockt, was Dortmund da macht. Und RB Leipzig mit einer ganz großen Aufgabe vor der Brust. Aber sie kam eine halbe Minute vor dem Seitenwechsel zum Anschlusstreffer durch Yusuf Paulsen. So leicht würde es also doch nicht werden für den BVB. Zur Pause stand es dann eben 2:1. Alles offen für den Ausgang der Partie. Und Leipzig spielt es clever. Paulsen haut drauf. Itz mit der Parade. Der anschließende Eckball. Kampel. Paulsen mit dem Kopf. Das muss man auch erst einmal schaffen. Reingelupft das Ding und Malen ist halt nicht der beste Zweikämpfer. Der BVB schenkt also eine 2:0-Führung her. Doch Daniel Malen stellt dann wieder auf 3:2. Tendenz, Sieg für Schwarz-Gelb. Gulaschi ist sogar noch dran, wehrt ihn aber nur ins eigene Tor ab. Aber Leipzig nochmal. Malen mit dem Fehler. Kampel scheitert. Nachschuss Paulsen. 3:3. Was für ein Spiel. Jede Minute ein Tor. Es ging also in die Verlängerung. Zweimal eine Minute nochmal obendrauf. Und es geht weg vom Anstoßpunkt. Leipzig hatte sich gut was vorgenommen, nochmal eingeschworen. Paulsen, Kampel, quergelegt, Silva. So hätte es fast geklappt. Doch die erste Halbzeit der Verlängerung blieb torlos. Dortmund, die letzten 20 Sekunden laufen. Sie wollen nicht unbedingt auf das Glücksspiel 7 Meter angehen. Und sie können auch drauf verzichten, weil Haaland zwar die große Möglichkeit vergibt, aber Malen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort steht und ihn reinhaut. Zum 4:3 Dortmund gewinnt und sichert sich damit das Halbfinale. Viertelfinale Nummer 2, der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt in Schwarz, erstmal aktiver vom Anstoßpunkt weg. Trapp wird nochmal mit ins Spiel eingebunden. Ein Dicker, Boré mit der Hacke auf Hinteregger, Boré. Doch Süle dazwischen, an dem kommt man nicht so einfach vorbei bei diesen kleinen Toren. Aber nach vorne lief es für die Bayern etwas geschmierter unterm Strich. Sané einmal quer durch den Strafraum. Sabitzer hält nur noch den Fuß hin. Kann er ja vielleicht dann aufs große Feld nach der Winterpause mitbringen, dieses Selbstvertrauen. Sabitzer quer zu Choupo-Moting. Glück für Trapp und Co. Es ging nur mit dem 1:0 in die Pause. Aber Frankfurt zeigte sich dann mal. Hinteregger zu Evan. Ndika 1:1. 21 Sekunden gebraucht im zweiten Durchgang. Da ist er der Ausgleich. Sané kommt nicht hinterher.
Und Neuer hört nur den Ball im Ohr. Trotzdem etwas besser dann doch die Bayern. Und abgezockter Doppelpack Sabitzer. Frankfurt bekommt den Ball da einfach nicht geklärt. Und so die erneute Führung für Bayern. Und da spielten sie jetzt gut. Nächster Schuss, nächster Treffer. Relativ eiskalt. Niklas Süle mit einem Kabinettstückchen. Hat früher ja mal Ballett gemacht, wissen die wenigsten. Haut ihn rein. Trapp macht sich so groß, wie es geht. Aber er erreicht den Ball trotzdem nicht. Jetzt wurde es natürlich brutal schwer. Und so nahezu aussichtslos. 4-1, Choupo-Moting. Partie damit quasi entschieden. Frankfurt, aber mit Hinteregger nochmal. Auch ordentlich Wut jetzt im Bauch bei diesem Schuss, wenn man sich das ganz genau anschaut. Läuft dann auch über das ganze Feld, beziehungsweise läuft direkt auf seine Position, denn die Hoffnung war scheinbar noch nicht ganz weg bei Frankfurt. Und wenn jemand Comeback kann, dann gehört auch irgendwie Eintracht Frankfurt in diese Riege der Mannschaften. Hinteregger bekommt den Ball wieder. 4-3 nur noch. Und auch noch 36 Sekunden zu spielen. Doch leider aus Frankfurter Sicht wurde es nicht mehr. 4-3 das Endergebnis. Bayern schmeißt Frankfurt im Viertelfinale raus. Hertha gegen Leverkusen. Dass die Hertha es schafft, in die K.O.-Phase einzuziehen, war nicht unbedingt zu erwarten, aber da spielten sie ganz gut in der Gruppenphase. Leverkusen in der Gruppe mit Dortmund muss man auch erstmal weiterkommen. Sie schafften es und hier machten sie eigentlich den besseren Eindruck über lange Zeit. Die Hertha in den roten Trikots lief doch der Musik hinterher und Frimpong dann auch eine Minute und 42 Sekunden vor dem Seitenwechsel mit dem verdienten 1-0. Sehr scharf, sehr platziert, nicht zu halten für Jahrstein. Doch die Hertha ließ sich davon kaum beeindrucken. Askasi Bar und Belfodil nur ans Außennetz. Doch wieder Belfodil und diesmal macht er es besser. Die Distanz vielleicht nochmal etwas optimaler. Zu dicht darf man nicht dran stehen, sonst ist der Winkel nahezu unmöglich. Den haut er richtig gut rein. Ging mit dem 1-1 erstmal zum Pausenwasser. Boyata mit dem Auge zu Suat Serda. Belfodil Serda. Was ein Tor. Überragend vorbereitet. Und genau dafür ist die Hallenmeisterschaft gedacht. Kurzpassspiel, schnell nach vorne. Viele Tore, schnelle Abschlüsse. Und das bekamen wir hier. Und die Hertha hatte das Spiel gedreht tatsächlich. Sie wollten noch einen drauflegen. Askasi Bar. Und der Abschluss nur ans Aluminium. Die Zeit lief davon. Noch 2 Sekunden. Leverkusen schaffte es nicht mehr nach vorne und scheidet aus einer Führung gegen die Hertha. Tja, Bayern und Dortmund gefolgt von Hertha. Dann brauchen wir noch einen letzten Halbfinalisten. Wolfsburg oder Gladbach? VfL gegen VfL. Gladbach ja letztes Jahr mit dem Sieg hat sich jetzt in der Gruppe mit Bayern durchgesetzt als Zweiter, Wolfsburg eben als Gruppenerster. Aber davon sah man erstmal nichts. Gladbach besser und mit den vielen Abschlüssen. Castells mit dem Fehler. Wolfsburg kam gar nicht raus. Hinten aus der eigenen Hälfte. Embolo dann auch mit dem verdienten 1-0 nach knapp 1,5 Minuten. Der VfL Wolfsburg mit einem schwachen Auftritt bis dato. Jetzt mussten sie sich verbessern und sie verbesserten sich. Quergelegt der Ball, Metscher drückt den irgendwie über die Linie, weil er nicht geklärt werden kann. Und Wolfsburg ging rauf. Direkter Wiederanstoß, schnell wieder den Ball bekommen und Ottavio mit dem 2-1. So schnell kann es gehen. Da lagen vielleicht 10 Sekunden zwischen den beiden Toren. Und Gladbach wusste nicht so ganz, wie das eigentlich passieren konnte. Aber auch noch 3 Minuten, das umzubiegen. Wolfsburg aber nutzte die Räume aus, die sie bekamen. Gladbach eben extrem aggressiv nach vorne. John Anthony Brooks einmal mit dem Oberschenkel mitgenommen.
dann vorgelegt und rauf. 3-1 für Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach glitt das Ganze jetzt komplett aus den Händen. Brooks mit dem 4-1. Richtig üble Nummer. So droll hätte es hier gar nicht werden müssen. Es wurde noch doller. Maximilian Philipp mit dem 5-1. Sehr kühl im Abschluss die Wolfsburger und somit vollkommen verdient im Halbfinale, wenn auch am Ende des Tages etwas zu hoch. Und der Sieger des Vorjahres, Gladbach, ist raus. Jo, das waren die vier Spiele nochmal im Überblick. Ich habe dann ausgelost Dortmund, Bayern, Hertha, Wolfsburg. Also wir spielen Wolfsburg, Dortmund und Hertha, Bayern im Halbfinale. Das Ganze seht ihr dann morgen, das Finale übermorgen. Ja, und dann kommt auch schon bald wieder die Bundesliga. Haut rein, bleibt gesund und adios.